Einer da und willkommen zu der Showbox. Es geht weiter mit Kena, Bridge of Spirits. So, wir müssen hier zum Turm. Befreie Adir. Das habe ich mir fast gedacht, dass wir jetzt den Turm abheben müssen. Wir brauchen gar nicht mehr viel Rott, um den nächsten Rott-Level zu erreichen. Nämlich genau noch 6 Rotts. Mal schauen, ob wir die finden irgendwie. Eine Erinnerung gibt es auch noch von Adira. Wo es die wohl gibt? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wir haben ja schon fast überall gesucht, ne? Im Lagerhaus soll es noch einen Rott geben. Auf den Feldern soll es noch einiges geben. Egal. Ab geht's. So, da soll sie noch irgendwie einen Magier geben. Den haben wir noch nicht ausgelöscht. Das wollen wir mal machen. Ganz kurz. Danke dafür. Ah, der hat sich schon wieder geheilt. Krieg durch. So, jetzt wissen wir das Ganze. Okay, alle anderen sind weg. Sehr schön. Außer du. Aber jetzt ist sie weg. Könnt ihr mal den hier. Das hier da drüben hinlegen. Dann wollen wir mal die Felder ein bisschen zum Blühen bringen. Alles mit Kürbissen. Ich habe doch alle Felder gemacht, oder nicht? Habe ich ein Feld vergessen? Okay, das war's. Mehr scheint sie aber auch nicht mehr zu geben. Na, das mit den Doppelbomben ist schon besser. Ich habe gedacht, dass es vielleicht hier was geben könnte, aber nee, denn man nicht so. Vielleicht ein Schatz tun. Hallo, kleiner Fatz. Juhu, jetzt brauchen wir noch 5. So, irgendwo scheint es noch ein Hut waren, ne? Lass uns mal ganz kurz zum Hutwagen gehen. Ich will mir noch ein paar Hüte kaufen für unsere Kollegen. Wie komme ich hier rein? Hier komme ich in das Haus da rein. Da gibt es doch auch bestimmt irgendwas.
ich das wegmachen? Okay. Wir waren schon lange nicht mehr shoppen. Diese Leute. Uiuiui, schau dich erst an, wie viel keinen Hut haben. Ausverkauft. Noch 4 Stück. Okay. Noch eine. Ein Schmetterling. Wo haben wir denn? Da soll es auch noch was geben. Wo gibt es denn das da? Da oben, ne? Das ist jetzt da runtergefallen. Kommen wir von der anderen Seite ins Haus rein. Kommen wir ja. Lass uns das mal noch schnell machen. So, du kannst das mal hier nehmen und hier platzieren, bitte. Kommt der nicht um die Ecke? Dann guck mal hierher. Wunderbar. Haus. Das ist ein Schrein. Was haben wir denn da drin? Das ist bestimmt. Oh, kein Hut, okay. Alles nur Kristalle. Ziemlich lame. Ich hab gedacht, dass man da drin was findet. Da ist doch bestimmt einer. Genau. Juhu. Aber ansonsten gibt's hier nichts. Ist das alles hier? Wow. Für einen Rott? Bisschen enttäuschend. Bisschen enttäuscht. Da ist, glaube ich, ja. Genau, da ist der Anfang, wo ich hergekommen bin. Dann gehen wir mal weiter. Den Anfang, wo ich hergekommen bin, das habe ich mir aber auch noch nicht genau angeschaut, weil ja alles in dieser Zukunftsversion war. Lass uns mal ganz kurz zurück, bevor ich hier weitergehe. Aha, hier gibt es einen Schrein. Da oben gibt es auch ein Haus. Das gucken wir, schauen wir uns mal schnell an.
stellt man die Statue hier auf. Obwohl, das ist eine Statue, die müssen sie irgendwo hintragen. Gut, ist hier die Statue hintragen. Mit. An Anfang? Nee. Da ist noch eine verfluchte Truhe. Wollen wir uns die mal kurz anschauen? Was da drin ist. Besiege 10 Feinde, bevor die Zeit abläuft. Das schaffen wir aber. Das ist kein Problem. Ich muss bloß ein bisschen konkreter spielen. So, ist der letzte, wo ist der letzte hier? Einen Rott. Drüben gibt es auch noch extremst viel. Was haben wir denn da hinten? Und für da hoch, wow. Pfannkuchen. Wo muss ich denn die Schatulle hinbringen, ne? Da hinten hin? Ins Dorf rein? Kein Plan. Aber ich lasse mich wieder viel zu arg ablenken. Ich aufkomme, wir gehen der Hauptstory weiter. Ich habe 2 Rots gefunden, das war mein Ziel. Da gibt es auch noch so eine. Komische Statue.
drauf kommen, Hauptstory. Ich habe euch nur mal gezeigt, was ihr noch alles entdecken könnt, wenn ihr andere Wege geht als ich. Oder was es hier noch alles zu entdecken gibt. So, wie kommen wir jetzt denn hier her? Hier können wir interagieren. Ich schaue mal gerade mal außen rum. Komme ich hier? Den Berg hoch. Ich weiß, da war ich schon mal. Okay, aber es geht nicht weiter hier hoch. Komme ich hier rein? Bis zu dem Teil. Ganz hoch komme ich, glaube ich, nicht. Hier ist nämlich Ende Gelände. Hierher. Keine Ahnung. Egal, wir gehen zurück. Stellen wir uns auf die Plattform. Ich habe gedacht, dass man hier vielleicht irgendwie das Ding erklimmen kann. Vielleicht muss ich auch der Hauptstory folgen, um es erklimmen zu können. Hier runter. Ja, genau. Auf geht's. Okay, ich hätte einfach nur der Hauptstory weiter folgen müssen. Naja. Dann wollen wir mal. Wow.
Sorry, wir sind auf dem Gipfel. Das sieht verdammt Schmied hin. Frag mal, da muss ich bestimmt eine Bombe dran werfen. Und jetzt? Ach, hier blinkt was. Wie läuft das hier? Kann ich den Schmieden den Schaden machen? Die ist hier gefunden. Ich verstehe es nicht. Wie jetzt nochmal von ganz da starten? Soll das ein letzter Witz sein? Oh Mann. Wirklich? Ah ne, ich komme direkt zum Kampf. So, verdorbene Holzschmiede. Die hat hier eine Anzeige. Wenn ich die einmal anschieße, ne, dann ist das rot. Und dann schließt es sich wieder. Ich verstehe das nicht. Die ist komplett unverwundbar. Eine Bombe einwerfen? Nee.
suboptimal cool. Muss ich ehrlich sagen, wenn ich nicht weiß, wie das Kampf funktioniert. Ding hier an, ne? Dann ist es rot und dann mache ich hier keinen Schaden. Oh, nervt mich doch nicht rum. Und jetzt? Ah, jetzt bin ich tot. Ich glaube, ich schaue da ein bisschen offline und wenn ich es rausgefunden habe, dann komme ich wieder online. Und mache hier mal einen kurzen Cut an der Stelle. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao und habt eine gute Zeit.